Was wisst ihr denn eigentlich schon davon? Wenn ihr die dicke Frau in den triefenden Burger beißen seht und ihr verschämtes Gesicht und ihr dabei kein Wunder denkt, was wisst ihr denn davon? Dass sie schon 20 Pfund leichter ist als noch vergangenes Jahr und nicht Nein sagen wollte zu Tim, 11 Jahre Lieblingsneffe, bei dem zu Hause es sonst nur Dinkelbrot gibt? Ach, Tante Lisa, einmal im Jahr, bitte. Und es kommt ihr fast hoch, aber was dem Jungen schon über Punkte und Kilojoule erzählen und gar nicht so leicht, Lieblingstante zu bleiben, wo schon Klettern ja nicht geht. Und Lisa kaut angewidert und versucht, nur einen zufriedenen Tim zu sehen und nicht euch, weil sie weiß, dass ihr kein Wunder denkt und sie, was wisst ihr schon? Und dann denkt sie doch noch an Samstagswiegen in der Gruppe und geht aufs Klo weg mit dem Burger und schmeckt salzig, weil sie Tränen runterschluckt, aber was wisst ihr schon davon? Und Roland im Rollstuhl wird an der Haltestelle mal wieder angestarrt. Was weißt du schon davon? Denkt er in Richtung der Frau und glotz mal nicht so, du kannst ja wenigstens laufen. Und die Frau, die vor 2 Wochen noch dachte, dass das jetzt das Glück sei und sie endlich eine Familie sind, denkt an das Baby zu Hause, das wie jedes Baby nichts kann, aber nie viel mehr können wird. Und sie starrt auf die riesigen Räder, eins links Diagnose, eins rechts Prognose und sie denkt Katastrophe und wie man mit sowas in den dritten Stock und man gewöhnt sich an alles. Was weißt du schon davon, denkt sie in Richtung Roland, du kannst ja wenigstens deine Räder bewegen. Was wisst ihr schon davon, denkt Gerhard, wenn die jungen Mütter mal wieder ihre Kinder zu sich rufen, weil er ihnen unheimlich ist, der alte Mann, der ständig am Spielplatz rumhängt. 63 Jahre und nichts Besseres zu tun als Kinder beobachten, da stimmt doch was nicht. Hier stimmt was nicht, weiß Gerhard, als er dem blonden Mädchen mit den Zöpfen was schenken will, aber nicht kann, weil er das Ansprechen verlernt hat seit dem Unfall, nicht weiß, was er ihr sagen soll und weil die Kleine Angst hat vor ihm. 20 Jahre, seit sie ausgelöscht sind, seine Große und seine Kleine hatte auch blonde Zöpfe und er sieht sie doch einfach gern spielen und leben. Was wisst ihr schon davon, denkt Gerhard in Richtung der tuschelnden Mütter, die ihre Kinder nicht mehr allein zum Spielplatz schicken würden. Ich pass doch bloß auf, aber was wisst ihr schon davon? Was weißt du schon davon? Denkt die Frau an der Kasse, als der Kunde verächtlich seufzt, weil sie sich zum dritten Mal hintereinander vertippt hat. Ich war die Beste in Mathe. In meiner Klasse überhaupt, bis das passiert ist und die Albträume anfingen. Nichts weißt du davon, denkt sie, hoffentlich. Und sieht verängstigt und doch todesmutig in das Gesicht des Mannes, dessen Rasierwasser ihr Schmerzen verursacht. Der Kunde riecht nach der Nacht, die sie nie vergessen kann. Er riecht nach Hass, nach Prozess, nach Demütigung. Er riecht wie der, der seit 3 Monaten wieder draußen ist. Aber davon weißt du natürlich nichts, denkt die Frau und vertippt sich zum 4. Mal. Was weißt du schon davon? Denkt der Junge in der U-Bahn, als die alte Frau gegenüber ihm so einen Klebebonbon hinhält. Bleib bloß weg mit deinen plumpen Zieren. Denkst wohl, ich heul wegen einer kaputten Hose, hast ja keine Ahnung, blöde Oma. Was weiß die Alte schon, denkt der Junge. Und dann wieder an die anderen aus der C, die sein Handy haben und sein Monatstaschengeld und irgendwie auch seinen Stolz. Das mit dem Riss ist Mama schnell erklärt. Den Rest merkt Papa hoffentlich nicht so schnell. Und gegenüber, ach Junge, was weißt du schon? Holst wegen einer kaputten Hose, siehst doch sonst ganz anständig aus, kriegst bestimmt alles, was du willst, von Mama und Papa Handy und ordentlich Taschengeld. So ein Riss ist doch kein Problem heutzutage, wenn man ein gutes Zuhause hat, aber davon weißt du natürlich nichts, denkt die Frau und steckt ihr Karamellachsel zuckend wieder ein. Ein Abteil weiter denkt Martha, was weiß der schon? Sie ist im knalligen Wollponcho und mit ihrem Sombrero in der Hand auf dem Heimweg vom Kindergeburtstag. Heute mal nicht im Clownskostüm, heute gab's das mexikanische Schatzsucherprogramm für 100 € inklusive Goldkiste. Eigentlich recht süß, denkt Martha, aber guckt ganz schön abfällig der Typ da. Ach, was weiß der schon von mir? Eigentlich ganz süß, denkt Mark und kann nicht aufhören, Martha anzusehen, obwohl ihm gar nicht nach Flirten ist. Aber echt ein Freak, so wie die rumläuft, schade. Was kann die schon vom Leben wissen, denkt Mark und glaubt, dass er es kennt, das Leben, weil er 24 Jahre jung ist und allein erzieht. Deshalb ist ihm auch nicht nach Flirten. Was weiß die schon, denkt Mark in Richtung Martha, die immer noch guckt. Was weiß die schon von 4-Jährigen und Kindergeburtstagen? Was schenke ich dem Kleinen bloß nächste Woche, wo er sich doch einen Clown wünscht? Clown, wie soll ich denn da dran kommen? Aber er wünscht sich nun mal einen, hat er gesagt. Wenigstens hat er etwas gesagt. Danke.